herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Noch immer Chemtrails ist der Titel der heutigen Sendung und mein Telefongast ist Christina Hollenweger. War schon mal zu Gast in der Sendung, und zwar auf dieser Sendung. Die Sendung damals hieß Entführt, da ging es um ein ganz anderes Thema, das nicht minder spannend ist und wo sie auch nicht minder Spannendes zu berichten hat, auch aus eigener Erfahrung. Aber sie arbeitet eben auch seit 40 Jahren in der Flugbranche und weiß eigentlich ganz genau, wie sich Kondensstreifen verhalten. Und sie ist offenbar eine der wenigen, die den Himmel noch beobachten. Das tun offenbar nicht mehr so viel. Und sie wundert sich halt, wie ich und doch einige andere auch, über was da so passiert am Himmel. Hallo Christine. Ja, hallo Tarek. Guten Abend. Guten Abend. Du bist jetzt gerade in der Nähe von Bern, ist das richtig? Oder in... Ja, das stimmt, ja. Ja, schönen Gruß in die Schweiz und freut mich, danke, dass du wieder mal dir die Zeit genommen hast, dass wir da heute ein bisschen plaudern. Ja, das freut mich, dass ich mit euch in Verbindung stehen darf. Oh, sehr gerne. Naja, wie gesagt, also nicht nur Alien Abductions ist etwas, mit dem du auch praktische Erfahrungen konfrontiert wurdest, ja, wenn man so sagen darf. Sehr spannende Sendung übrigens. Entführt hieß sie, ist im Archiv. Sondern auch, wie eben eh am Ende dieser letzten Sendung angesprochen, Chemtrails, ein Thema, das ich schon des Öfteren hier behandelt habe. Das ist hier die vierte Sendung. Wir sollten aber vielleicht doch am Anfang, ich habe es ja schon gesagt, dass du seit 40 Jahren in der Flugbranche arbeitest, sehr viel natürlich mit der Fliegerei zu tun hast, auch sehr gerne fliegst, nicht zuletzt deshalb, weil es dir erlaubt, deine eigenen Studienreisen da irgendwie mit rein zu verflechten. Aber vielleicht doch einmal kurz jetzt als Einführung, was zum Henker sind Chemtrails? Also das ist so, vielleicht muss ich mal voraus sagen, wie ich überhaupt mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe oder immer noch auseinandersetze. Es war an einem Sonntag im Sommer 2003, war ein sehr schöner Tag und ich bin wie immer am Sonntag oder am Wochenende stehe ich also fast noch früher auf wie während der Woche, weil ich will den Tag voll genießen, wenn draußen die Sonne scheint. Und ich wusste, dass die Wetterprognose für die nächsten paar Tage sehr schön war. Also stand ich um 5:30 auf und ging so um 5:45 raus. Also es war schon Tag, es war im Juli, wenn ich mich nicht täusche. Und ich, wie immer, oder schaue natürlich den Himmel an und dachte, um Gottes Willen, was ist denn das? Und wie ich aus dem Haus rauskomme, sehe ich, also es ist nicht mehr als, ich würde sagen, auf einer Höhe von 3.000 bis 4.000 Meter, höher war das nicht, war ein riesiges, aber ein riesiges Schachbrett über der ganzen Stadt Bern. Also du musst dir vorstellen, das waren richtige Autostraßen, ganz breite Autostraßen in einem Schachbrettmuster angelegt über das ganze Gebiet. Ich habe also einen völligen, also ich habe nichts mehr verstanden, bin rein ins Haus, habe eine Freundin geweckt und habe gesagt, du musst das sehen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ja, sie schaute das an und sie sagte, ja, das weiß ich auch nicht, was das ist. Und wir diskutierten noch eine Weile darüber, aber ich habe sofort ein ganz mieses Gefühl bekommen dabei, weil ich habe gewusst, also Bern hat einen sehr, sehr kleinen Flughafen, da ist kaum Flugverkehr und um die Zeit sowieso nicht und das sind nur kleine Maschinen. Und wir sind dann wieder ins Haus rein und haben dann Frühstück gegessen. Und als wir eine Stunde später rauskamen, war also vom blauen Himmel absolut nichts mehr zu sehen. Es war diese Autobahn auch nichts mehr zu sehen. Was dafür zu sehen war, war ein ganz weißer Himmel. Und der ganze Tag hindurch war also absolut nichts mehr von der Sonne an sich zu sehen, also außer eine fahle Scheibe durch diese weiße Wand, wenn man so will. Und das ist das erste Mal, wo ich mit sowas konfrontiert wurde. Ich habe dann am Montag verschiedene Leute, weil ich reise jeden Tag zur Arbeit von Bern nach Zürich, habe ich zwei, drei Kollegen im Zug angesprochen, die mir sagten, sie würden an diesem Tag, also am Sonntag, Velo fahren gehen oder wandern
ob die das gesehen haben. Dann haben die gesagt, nein, sie hätten nichts gesehen. Aber was sie sich gewundert hätten, war, dass die Wetterprognose schönes Wetter angesagt hätte und dass der Himmel so einfach der ganze Tag war wie neblig irgendwie. Und sonst nicht viel. Also sie fühlten sich müde und das Wochenende sei nicht so schön gewesen, wie sie sich gedacht haben. Und damit war das Thema vom Tisch. Und dann ging das vielleicht 3 Tage und ich saß im Zug wie jeden Tag und schaue immer raus, weil ich bin jemand, der sich für den Himmel interessiert. Ich arbeite ja auch in der Fliegerei und mich interessiert einfach, was da am Himmel so geht. Und von der Zugstrecke von Bern nach Zürich, so in der Mitte der Strecke ungefähr, fing das an, dass ich praktisch das gleiche Muster wie am Sonntag, aber sehr viel höher im Himmel, vielleicht so auf 7.000, 8.000 Meter auch beobachtet habe und habe gedacht, also irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Und ich habe dann ein Natel und habe angefangen, mit meinem Telefon durch die Fenster vom Zug Fotos zu machen. Und ich dachte, ich gehe der Geschichte irgendwann mal nach. Und so hat die ganze Chose angefangen und ich habe dann über die Zeit mich natürlich dann schlau gemacht und bin dann mittlerweile nach ein paar Monaten auf Internetseiten gestoßen. Habe mich auch mit anderen Leuten inzwischen auch, habe ich die kontaktiert und gesagt, habt ihr das auch beobachtet? Also Leute, wo ich weiß, die sind viel draußen und die sagten, ja, das hätten sie auch gesehen, aber ich käme ja aus der Fliegerei und wüsste ja, dass immer mehr Flugzeuge im Himmel sind. Da habe ich gesagt, nein, Moment mal bitte, ich arbeite seit 40 Jahren in der Fliegerei und ich kann euch beweisen, dass zum Beispiel am Flughafen Bern, also sicher keine Maschinen fliegen, die solchen Ausstoß machen. Zum Zweiten hat Bern die Hälfte der Flüge verloren, die wir früher hatten. Und in Zürich sind auch nicht mehr so viel Airlines und die können ja nicht über Bern, das relativ 150 Kilometer entfernt ist, auf einmal einen solchen Ausstoß produzieren, weil die Maschinen dann, die in Zürich abfliegen, schon sehr viel höher sind. Die sind im Prinzip dann schon praktisch auf der halben Flughöhe, wenn sie von Zürich Richtung Westen fliegen. Also das kann ja auch nicht sein. Ja, und so hat dann dieses Thema angefangen. Und wann war das? Wann hast du so diese ersten Beobachtungen gemacht? Also zuerst mal im Juli 2003 hat das angefangen. Ja. Und mir ist dann mit der Zeit aufgefallen, dass das mehrheitlich entweder stattfindet, bevor ein Hochdruck angesagt, also eine Hochdruckslage angesagt ist, also bevor schönes Wetter kommt oder schönes Wetter schon da ist. Oder wenn es zum Teil so ist, dass eine dünne Wolkendecke da ist, aber die Temperatur relativ hoch. Immer zu der Zeit kamen diese Geschichten. Mhm. Und ich habe dann, wie gesagt, Gespräche angefangen mit Leuten im Zug und habe gesagt, ihr müsst das mal angucken, das ist ja also echt komisch. Und wieso gibt das immer so einen farbigen, irisierten Himmel? Da stimmt doch was nicht. Und ich habe dann angefangen, Fotos von sogenannten normalen Kondensstreifen zu machen, die man zur selben Zeit sehr wohl am Himmel beobachten konnte. Und diese Kondensstreifen haben zwischen 5 und sagen wir Maximum 20 Sekunden haben die angehalten und man sah, dass das große Passagiermaschinen waren. Und diese Dinger wurden anstatt dünner oder anstatt, dass sie weggingen, immer breiter und fetter und haben sich dann über den ganzen Himmel verbreitet. Ja, und also in der Tat, sowas beobachte ich wirklich auch schon seit Jahren. Und es gibt auf der Website, wenn man auf die Themenseite Chemtrails geht, also jetzt von der Startseite aus, wo Themengebiet steht, Chemtrails, da habe ich zum Beispiel Aufnahmen vom Jahr 2004, da habe ich damals die ersten Sendungen zu dem Thema gemacht und bin dann so rausgegangen und habe mal so fotografiert, diese Streifen, die auch über Graz immer wunderschön über meiner Gassen erscheinen. Ja. Und da habe ich eine Bilderserie geschossen, wo also ein Flieger kommt und man sieht es eigentlich so gleich, wenn er diese, irgendwie schaut er schon ein bisschen anders aus von vornherein, ja. Kommt mir vor. Und er zieht es so drüber und das bildet also, wie erwartet, diese fächerartige Struktur aus. Mhm. Und nicht einmal 10 Minuten später, wie gesagt, die Bildserie ist online, kommt der nächste in einer durchaus, ich meine, soweit ich das von da jetzt beurteilen kann, ja, in einer durchaus vergleichbaren Höhe. Ja. Ja.